Hey Leute, heute berichten wir von einem seltsamen Vorfall, der sich vor der Ostküste Australiens irgendwo in der Nähe von Brisbane ereignet hat. Um etwa 6 Uhr morgens fand ein Fischer einen über Wasser schwimmenden Hund, der von Angelausrüstung, einem Treibstofftank und einem Neoprenanzug umgeben war. Es war offensichtlich, dass hier irgendwas passiert war. Das veranlasste die Wasserschutzpolizei dann, eine Rettungsaktion zu starten. Die Suche, an der mehrere Küstendienste und Freiwillige beteiligt waren, begann um etwa 7.25 Uhr. Die Suchgruppe stieß auf weitere andere Gegenstände, die ein klares Bild von den Geschehnissen boten. Nachdem sie die ungefähre Entfernung um die Zeit berechnet hatten, welche die Trümmer benötigt hatten, um das Ufer zu erreichen, überkam die Retter ein ungutes Gefühl. Nach 3-stündiger Suche fand die Gruppe jedoch ein kleines, sinkendes Boot und einen Mann in einer Rettungsweste, der ums Leben kämpfte. Der 63-jährige Australier erklärte, dass der Motor des Bootes aus irgendeinem unbekannten Grund nicht mehr funktionierte und anfing von selbst Wasser anzusaugen. Der Mann musste sich am Boot 15 Stunden lang festhalten, während er auf die Rettung wartete. Sein Hund, ein deutscher Schäferhund namens Heidi, schwamm tatkräftig ans Ufer und paddelte dabei 11 Stunden lang durchs Wasser. Glücklicherweise erlitten der Mann und Heidi keine Verletzungen. Das Duo konnte sich dann auf festem Boden wieder vereinen. Der Australier blieb dank seines Hundes am Leben, wie durch ein Wunder. Die Polizeibeamten waren tief beeindruckt von Heidis Mut und Ausdauer und bemerkten, Heidi durfte an diesem Tag unsere Ehrenpolizistin sein. Darüber hinaus haben wir noch eine weitere Geschichte gefunden, bei der es nicht klar ist, wie sie für den Mann ohne seinen Hund ausgegangen wäre. Im August hielt sich ein 33-jähriger Mann im dritten Stock seines Hauses auf, das er mit 3 Freunden teilte. Als er zur Tür ging, um nach unten zu gehen, verdrehte er sich den Knöchel und fiel auf den Boden. Der Mann, der in der Vergangenheit an Asthma gelitten hatte, geriet in Panik. Er fing an zu schwitzen und bekam schnell keine Luft mehr. Er begann nach Hilfe zu rufen. Es war kurz nach 22 Uhr. Ein Mitbewohner schlief in seinem Zimmer im zweiten Stock, während ein anderer Mitbewohner im Erdgeschoss fernsah. Da niemand antwortete, begann er die Namen aller im Hause zu rufen. Auch den vom Kaiser, seinem Hund. Kaiser machte sich im Handumdrehen auf den Weg nach oben. Doch die Tür war verschlossen. Ich konnte ihn unter der Tür schnüffeln hören. Ich bin sicher, dass er bemerkte, dass ich in Not war. Weshalb er sofort zu bellen begann, erzählte der Mann. Unaufhörlich bellend ran Kaiser wiederholt zu jedem Hausbewohner, bis jemand auf ihn aufmerksam wurde und tätig wurde. Einer der Hausbewohner sagte, Kaiser versuchte zu jedem von uns zu kommen. Er bellte über 15 Minuten lang weiter und sorgte dafür, dass einer von uns nachsehen ging. Sie folgten ihm die Treppe hinauf. In der Zwischenzeit riefen sie einen Krankenwagen und der Mann wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Die Instinkte von Tieren sind wirklich erstaunlich und in diesem Fall auch lebensrettend. Aber nicht nur Hunde sind mutig. An einem kalten Novembertag in Russland beschloss ein Hund, einer Ente hinterher zu jagen. Das Eis war an diesem Tag nicht sehr dick und der Hund fiel in das gefrorene Wasser eines Teiches. Der arme Hund hatte schreckliche Angst und kämpfte immer wieder vergeblich darum, aus dem Eis herauszukommen. Ein Mann, der sich in einem nahegelegenen Auto befand, sprang aus seinem Fahrzeug. Er rannte ohne Schuhe und ohne Hemd auf das Eis. Er riskierte sein eigenes Leben bei dem Versuch, das Leben des armen Hundes zu retten. Er rutschte mit dem nackten Bauch über das Eis, um den Hund zu packen. Der war allerdings so verängstigt und misstrauisch gegenüber Menschen, dass er einfach nur knurrte. Der Hund biss dem Mann dann in die Hand. Trotzdem wollte der Mann den Hund nicht aufgeben. Er begann, den Hund durch wilde Gesten mit der anderen Hand abzulenken. Während der Hund abgelenkt war, griff er mit der freien Hand von hinten nach seinem Hals. Dann zog er den Hund fest auf das Eis hinauf. Dem Mann gelang es und der Hund war endlich in Sicherheit. Er lief schließlich davon. Der Mann freute sich, dass er das Leben des Hundes retten konnte und joggte zu seinem Auto zurück, während die Zuschauer seine Bemühungen applaudierten. Das Rettungsteam traf kurz darauf ein und versorgte die verletzte Hand des Mannes. Dank des tapferen Mannes konnte das Leben des Hundes gerettet werden. Schreib es mal in die Kommentare. Musstest du jemals das Leben eines Tieres retten? Oder hat ein Tier vielleicht sogar dein Leben gerettet?